Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Mit mir, dem Thorsten, heute am Doppeldienstag. Ja, ich bin einfach mal sitzen geblieben, beziehungsweise habe natürlich erstmal eine gepflegte Mittagspause gemacht und noch ein paar Lakaien verspeist. Nein, ich habe es natürlich nicht verspeist, sondern ich habe damit ganz brav weitergefahren mit dem Rathaus 13. Aber ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Und wer sie noch nicht gesehen hat, ich werde ihn natürlich oben in der Infokarte immer wieder verlinken oder guckt einfach auf meinem Kanal nach, da gab es heute schon ein Video, aber jetzt bin ich auf dem Rathaus 9 und ja, es gab natürlich jetzt auch viele, sind wieder am Nölen, ja, für uns kleinere Rathäuser gab es ja jetzt nichts. Doch, es gab auch für die kleineren Rathäuser was, also Rathaus 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Denn ihr könnt euch natürlich die neuen Truppen spenden lassen, das dürft ihr nicht vergessen. Ihr könnt euch die neuen Truppen spenden lassen, die will ich heute mal ausprobieren. Was ich aber vorab ausprobieren wollte, dafür habe ich jetzt mal den Avatar auf meinem Handy geladen. Aber kurz vorab, ihr seht hier in dem Bild, das habe ich eben auf meinem Handy gemacht. Und es geht ein bisschen weiter bei der Supercell-ID. Ihr seht das jetzt schon. Da steht nicht mehr nur noch ganz stumpf die E-Mail-Adresse. Und das war's. Vorher stand da ja wirklich nicht mehr, wenn man mehr Accounte spielt auf einem Device. Sondern ihr seht jetzt die kleinen Bildchen hier vom Basti und vom Toto. Okay. Die anderen habe ich euch mal ein bisschen wegretuschiert, sonst sieht man die E-Mail-Adressen. Aber das Coole ist für mich vor allen Dingen als Streamer, ich kann dann einfach mal so im Stream wechseln und man sieht eigentlich nicht mehr meine E-Mail-Adressen, sodass ihr mich da nicht voll spammt. Ich meine, das macht eh keiner. Aber weil die anderen E-Mail-Adressen außer meine Haupt-E-Mail-Adresse oder meine Geschäfts-E-Mail-Adresse, das sind die einzigen, die ich nachgucke. Die anderen Accounts habe ich natürlich. Alle, die haben auch alle E-Mail-Adressen, wo ich die E-Mail-Adressen auch irgendwo eingerichtet habe, auf dem Tablet oder sonst wo. Und sie sind also gesichert. Und aber man sieht jetzt ganz schön hier beim Donnerbengel, Rathaus 11, Trophäen, wie viel er hat. Und der Thorsten ist auf Rathaus 13, also finde ich ganz gut. Ich hatte erst gedacht, ist nur bei Android, ist jetzt aber auch bei Apple verfügbar. Habe ich eben nochmal nachgeschaut. Und ja, das ist auch für kleinere Rathäuser, ich weiß. Ihr wollt mich jetzt, oder ich will euch jetzt auf den Arm nehmen. Nein, ich wollte euch natürlich nicht auf den Arm nehmen, sondern ich wollte euch einfach kurz mal mitnehmen in den Rathaus 9 Account, was da so im Moment passiert. Und hier passiert also nur ein bisschen Pass. Das müsst ihr eben mal über euch ergehen lassen. Wir brauchen noch ein paar Kanönchen. Und deswegen würde ich sagen, holen wir uns die. Denn mit den kleinen, mit den kleinen RHs hier, da dauert das auch echt mal ganz schön lange, bevor ich da diese 75, das ist schon krank, 75 von den Doppelkanonen gemacht habe. Warum ging die Kampfmaschine jetzt ausgerechnet auf das Lager? Aber okay, ich hab beide Kanonen bekommen, mehr hat er ja nicht hier. Und das ist eigentlich Ziel, dass ich da irgendwie das Event schaffe. Ich muss hier nicht unbedingt gewinnen oder verlieren, einen Stern haben oder nicht. Der war jetzt viel zu stark für mich, aber wie gesagt, die beiden Kanonen haben wir drin. Und das ist für mich die Hauptsache, dass das funktioniert. Oh, er schießt sogar noch aufs Rathaus und der auch noch, aber das wird nicht mehr reichen. Im letzten Schuss hier, schade, da habe ich keinen Stern bekommen, aber macht nichts. Ich habe übrigens festgestellt, dass die Lakaien, wenn man die denn nimmt, die sind ein bisschen besser geworden. Ich glaube, da stand auch was in den Patchnotes, ne? Was aber noch in den Patchnotes stand, ich will mal eben einen Freundschaftsklankrieg auch hier wieder anstarten. Was geht eigentlich mit den Mauerbrechern? Die Mauerbrecher nutzen Sprungzauber. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich challenge mal eben. Beziehungsweise ich challenge mal hier auf einen. Der Avatar. Ne, der Zweisocken kann hier mal changen. Und ich nehme mal eben ein anderes Dorf. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert mit den Mauerbrechern. Ich greife mal einfach an. Oh, ich habe gar keine Armee. Okay. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen mal so einen Lupen rein. Golalun. Würde ich sagen, mit nur einem, mit ganz vielen von denen, ein paar Mauerheini-Brecher, ein paar Lakaien, würde ich sagen, müssen immer mit dazu, und ein paar Magier brauchen wir auch, so 10 Stück, meine Helden sind ja nicht so stark, kriegen wir auch keinen zweiten Lava-Hund mehr rein, okay, achso, wir müssen das Ding ja trotzdem voll machen. Okay, so, dann nehmen wir da einen Zauber bei. Wir nehmen mal ruhig einen Sprung und Wut, Gift und ein paar Eil. Ne, wir nehmen mal mehr Eil mit. Oder nehmen wir vielleicht auch noch. Ah, ne, wir nehmen mal ein Gift von uns mit.
So, speichern und dann greifen wir mal an. Wir testen jetzt mal nur den Sprungzauber, denn ich will das ja mal sehen, ob die jetzt den Sprungzauber nehmen, beziehungsweise wie die den nehmen. Okay, wo können wir den denn am einfachsten springen lassen, wo es nicht ganz so weh tut? Ich glaube, wir können die mal hier auf dieser Ecke springen lassen und mal sehen. Die gehen da ja jetzt drauf, gehen die auch in den Sprungzauber? Ja, die gehen in den Sprungzauber. Tatsache. Die nutzen den Sprungzauber. Sehr genial. Okay, ja, ich muss gerade so ein bisschen lachen, Leute. Weil das ist ja so ein bisschen von, das ist ja nur so getestet. Wir machen die mal nochmal. Und so, ja, das ist so ein, heute ist so ein Testtag, ne? Aber dann seht ihr mal, wie die Truppen eigentlich so ticken. Und, oh, jetzt habe ich ein ganz anderes Dorf, alles klar. Dann machen wir das mal so. Gehen wir mit unserem Golem hier vorweg. So, mal sehen, wo der hingeht. Und setzen da dann gleich auch mal den Sprungzauber wieder an, würde ich sagen. Damit der Golem hier springt, beziehungsweise, oder die Mauerbrecher springen darüber. Jetzt müssen wir wieder genau hingucken, wo gehen die Mauerbrecher hin. Ah nein, die gehen hinter einer Mauer. Okay, die nutzen den Sprungzauber nicht. An der Stelle, alles klar. Da haben die den mal nicht genutzt. Okay. Und dann nehmen wir die Walküren hier mit rein. Einmal den harten Zauber dort. Aber immerhin haben die mir da das Loch aufgemacht, was ja auch nicht schlecht ist. Und oh. Eieiei, die beiden Walküren gehen jetzt natürlich heftig ab hier. Die gehen heftigst ab. Und fast verloren. Das sind aber keine Maxloons. Okay, das sind keine Maxloons. Und dann kann ich hier ja den Lalo-Part mal anstarten. Ich nehme ja immer erst ein paar von denen. 1, 2, 3. Und jetzt nehmen wir... Oh, wir haben nur einen Laberhund. Okay, das ist ein bisschen wenig, Leute. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nochmal da hinterher. Das ist ein bisschen wenig, Leute. Das ist ein bisschen zu wenig, Leute. So, da geht's da weiter. Dann geht's nach da, dann geht's nach da. Schnell mal da in die Mitte entkernen. Oh, das geht noch ganz gut dort. Oh, hier beim Flächenschaden. Oh, da ist noch viel Fläche hier. Ja, okay, mit einem Lava-Hund ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Und vielleicht andere Clanburg. Ja, müssen wir mal gucken. 2 Sterne kriegen wir in jedem Fall, weil wir das Rathaus noch bekommen. Und dann können wir das so machen. Queen lebt sogar noch, okay. Naja. Okay, jetzt hatte ich ja, mal die Walküren genommen. Aber ist halt für kleine Rathäuser, was ja jetzt auch nicht so schlecht ist. Ich wollte es jetzt mal testen, vor allen Dingen mit den Sprungmauerbrechern. Das ist echt witzig. Okay, die sind wirklich witzig. Aber nichtsdestotrotz, wir suchen uns mal was ganz Normales hier raus. Aus dem Tagesgeschäft. Ich brauche mit dem Account Dunkles, obwohl ich viel Dunkles habe. Ich habe eigentlich... Oh, reibe ich mir doch die Hände. Was habe ich denn hier am Start? Ich habe so einen Go-Vibe. Go-Vibe mit ein paar Riesen und dem Golem für den... Pass. Okay. Nehmen wir mal die Riesen hier rein. Nehmen wir den Golem rein. Und einmal ein paar Magier dahinter. Mal eben switchen hier. Clanburg hauen wir jetzt schon mit durch. Und die Mauerbrecher auch mal ohne Sprung. Mal sehen, aber die Walküren gehen da ja schon heftigst durch, ne? Mann, die Walküren gehen hier wirklich jetzt schon heftigst durch. Ich habe einen Heilzauber dabei, den nehme ich jetzt auch gleich. Und ein paar Ballons. So, die kann ich hier gut einsetzen. Sehr gut sogar. Auf der Ecke. Sieht noch gut aus. In der Mitte muss es ein bisschen vorangehen. Meine Walküre lebt hier unten auch noch. Okay. Jetzt kann ich aber ganz schlecht erkennen, welche das ist. Ob das die große, starke Walküre ist oder ob das meine. Obwohl, die andere war ja auch stark. Die war ja auch maxed. Da ich sie ja dann auch so verspenden kann. Und ich würde sagen, hier kontern wir mal gegen mit 10 Bogenschützen. Und dann haben wir den, glaube ich, ganz gut gemacht. Das müsste eigentlich reichen, denn hier schießt jetzt gleich nichts mehr so wirklich auf meine Ballons. Der Bogenschützenturm da ist ganz schön abgelenkt. Perfekt zum Farmen, beziehungsweise perfekt gefarmt. Brauche ich auch gar nicht so lange recken. Also für kleine Rathäuser. Ich nehme jetzt gleich mal eine etwas andere Clanbogen mit. Ich nehme mal eine andere Clanburg mit jetzt gleich. Denn wir müssen ja das Event auch spielen. Ah, da haben wir es gepackt. Perfekt. Und dementsprechend wissen wir uns natürlich gerade bei dem Event, deswegen habe ich mir die großen Accounts hier reingeholt. Haben aber 18 Tage Zeit, also 15 Angriffe mit der Walküre und
Und mit dem Super Lakai, das Dusselige ist eigentlich hier jetzt gerade beim Rathaus 9er, gehen ja nur 30 Truppen rein. Die Walküre nimmt 20 Truppenplatz ein und der Lakai 12 Truppenplatz, sind also 32. Geht also erst ab Rathaus 10, wo du eigentlich beide mitnehmen kannst, um das Event hier zu schaffen. Aber macht nichts. Wir nehmen nicht die Truppe, sondern ich wollte hier eigentlich tatsächlich mal einen Golalun ausbilden. Aber ich glaube, wir nehmen mal zwei Lavahunde und nur so ein paar hier mit. So 12 würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 habe ich da eigentlich immer von, oder? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ist, glaube ich, zu viel. Wir nehmen mal nur 5. Ich glaube, 7 ist ein bisschen übertrieben. Aber wir müssen noch ein paar Magier haben. Da hatte ich ja eben gesagt, wir brauchen ein bisschen mehr Magier, weil wir jetzt nicht so stark sind. 1, 2, ja, so können wir das machen. Und dann regge ich eben mal durch, fordere neu an. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Angriff wieder. Ich überspringe euch dann auch die Suche. Lol, da hat gerade jemand gesagt, oh, Waldwartungspause, du musst schneller drehen, lul. Jo, in der Tat müssen wir leider ein bisschen schneller machen. Denn in 9 Minuten ist Wartungspause und dann müssen wir die Armee nehmen, die wir jetzt hier haben. Naja, mein Gott, was willst du machen? So ist das leidige Leben hier, das habe ich jetzt nicht gewusst. Man hätte natürlich vorher auch mal irgendwo anders gucken können, aber das Dunkle hier, das nehmen wir mit. Sieht sehr gut aus. Wo ist die Queen? Die ist da hinten. Ja, wir haben ja wieder so ein fast lupenrein Golalun. Nein, das stimmt gar nicht, ein Go-Vibe. Toto, was erzählst du wieder für eine Scheiße hier? Das ist ein Go-Vibe. Okay, 1, 2, 3, 4. Wir kommen ruhig mal hier so ein bisschen über die Ecke. Mal sehen, 1, 2, 3 Mauerbrecher. Die kriegen da die Mauer auf jeden Fall auf, aber das hält jetzt den Golem nicht auf, da reinzugehen, okay. Und noch ein paar von denen, Helden mit drin hier. King geht nach da, ja, nee, entscheidet sich jetzt doch reinzugehen, okay. Dann können wir hier rüberspringen, womit ich aber nicht springen muss. Ich muss jetzt erstmal zusehen, dass da jetzt eine Air Defense fällt. Ich habe hier die Super Luckys drin. Hurra! Ich habe die Super Luckys drin. Und was haben wir hier hinten noch? Keine Gefahr. Roger Rabbit von da. Nehmen wir die drei von hier mal. Und hier die Kevin so ein bisschen mit in Wut. Vielleicht geht der Lakai da gleich noch mit rein. Müssen wir mal gucken. So. Wo ist mein King? Wo ist mein King? Wo ist mein King? King? Ah, da. Da ist er. Dicke. Wie ich ihn immer nenne. Und macht das auch sehr, sehr gut. Und der Lakai ist auch noch dabei, aber der ist jetzt auch gleich weg. Aber nicht schlecht. Aber mitnehmen. Auch hier, was für kleinere Rathäuser. Ich weiß, das ist jetzt nicht so wirklich für kleinere Rathäuser, Leute. Aber na, ihr könnt euch den spenden lassen. Und hier beim Clan Free-to-Play, da haben die den jetzt mal so ein, zwei Tage. Da baue ich den mal mit dem Avatar durch, dass die Leute hier so ein bisschen ihre Events spielen können. Aber wir haben auch andere Accounts, die haben. Da müssen die Leute die halt da reinnehmen, wenn sie dann das Event spielen möchten. Es lebt noch. Es lebt noch. Und auch meine beiden Helden leben vor allen Dingen noch, sehe ich jetzt erst. Leute, go vibe. Billigste Art, werde ich immer wieder gefragt, wie farmst du Dunkles? Go vibe ist das Billigste, was wir herstellen können. Ich habe jetzt noch einmal den Golem mitgehabt, aber nur für das Spiel. Für die Quest hier im Pass. Da seht ihr übrigens die Wartung. Also ich bin in jedem Fall davor. Ich musste noch einmal hier mit dem Golem angreifen da. Und aber sind wir ehrlich, auch die Armee ist nicht wirklich teuer. Hatte ich heute ja schon darauf hingewiesen. Kostet nur 300 Dunkles. Und das ist günstig. Da ich ja Dunkles farmen will, nehmen wir den ruhig in Ausbildung. Last but not least. Wir ziehen den Dicken hoch, Leute. Er ist einmal mit Buch. Und ich nehme immer bei den Fünfer-Schritten ein Hammer. Und dadurch gönnen wir denen jetzt auch einen Hammer. Denn auch das ist bei mir immer so ein bisschen, ja, jeder hat ja so seine Update-Strategien. Ich habe die auch. Jetzt habe ich beide auf 15 und ich habe immer gesagt, erst wenn man ein Held oder beide Helden auf 15 sind, dann starte ich auch mal einen X-Bogen auf Level 3 an. Der andere kann noch warten. Ich bin ziemlich weit hier auch mit dem Account. Die Helden dauern leider immer noch länger als die gesamte Defensive hier fertig ist. Ihr seht das, ich kann kaum noch scrollen. Kann jetzt noch King und Queen machen. Queen werde ich wahrscheinlich gleich nochmal anstarten. Denn Leila ist noch rot. Ja, die habe ich schon mal rot gestellt. Denn die Queen geht dann auf Level 16 weiter. Und
Da hoffe ich doch, dass das Ganze ein bisschen für euch gefallen hat. Also auch das Update bei den kleineren Accounts angekommen. Supercell-ID, ich bin jetzt mal diese Supercell-ID-Geschichte geht ein bisschen weiter. Und das ist ja auch für, ich weiß, alle Rathäuser. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was in der Wartungspause kommt. Und ich denke, eine dritte Folge werdet ihr von mir heute aber deswegen nicht sehen. Das müssen wir dann in die nächsten Folgen mit reinnehmen. Trotzdem hoffe ich, dass ihr wieder Spaß hattet beim Zuschauen. Abonnieren, Daumen nach oben und ich wollte gerade sagen, lass mal ein Abo da. Glocke stellen nicht vergessen und an den Livestreams dranbleiben. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, Leute. Euer Toto. Clashed.